Auf die Plätze! Jedes Jahr wollen Tausende mit dem Sportstudium anfangen, doch für die meisten bleibt das Sportstudium nur ein Traum. Denn vor dem Sportstudium steht der Sporteignungstest und der ist hart. Allrounder sind gefragt, keine Einzelkönner. Schwimmen, Leichtathletik, Turnen, Mannschaftsspiele, Rückschlagsportarten, die ganze Bandbreite wird geprüft. Das Gute, es ist alles eine Sache der Vorbereitung. Und das perfekte Training für den Sporteignungstest bietet die SET Sports Academy. Die SET Sports Academy nimmt den Studenten die gesamte Organisation der Vorbereitung auf den Sporteignungstest ab. Sie können hier in allen drei Disziplinen, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen, an einem Ort trainieren und werden dabei von Trainern begleitet aus dem Hochleistungssport, sodass sie sich letztlich um gar nichts kümmern müssen. Auch Unterkunft und Verpflegung gehören zum Rundum-Sorglos-Paket dazu. Die Sportanlagen sind hochmodern, einfach optimale Trainingsbedingungen. Mit der SET Sports Academy kann man sich professionell auf den Tag X, den Tag des Sporteignungstests, vorbereiten. Beim Schwimmen geht es um Technik, aber natürlich auch um Schnelligkeit. 29,87, 21,8. Brustschwimmen, Kraul, Tauchen, selbst ein sauberer Sprung vom 1-Meter-Brett gehört ins Anforderungsprofil. Ausgebildete Trainer schauen ganz genau hin, verfolgen die Übungen mit einer Kamera, machen Videoanalysen und geben jedem ständig wertvolle Tipps. Die Teilnehmer finden professionelle Bedingungen vor, wir können sie individuell fördern und optimal für den Sporteignungstest vorbereiten. Genauso in der Leichtathletik. Kugelstoßen, Hochsprung, Ausdauerlauf und 100-Meter-Sprint. Auch hier sind die Anforderungen enorm hoch und individuelles Training dementsprechend notwendig. Die SET Sports Academy bietet 5-tägige Intensivkurse, stellt persönliche Trainingspläne zusammen und bereitet die 17- bis 22-Jährigen auf alle Sporteignungstests in Deutschland vor. Ob Köln, Bochum, Mainz, Kiel oder Freiburg. Mit der richtigen Vorbereitung liegt keine Latte zu hoch. Das Training hier ist sehr intensiv. Wir haben auch einfach die Zeit, auf jeden individuell einzugehen. Jeder hat unterschiedliche Schwächen in den Disziplinen. In der Leichtathletik können manche sehr gut laufen, haben aber Probleme im Kugelstoßen oder auch im Hochsprung. Und man kann sehr individuell auf die einzelnen Personen eingehen. Und es sieht ja auch so aus, dass jeder hier jeden Tag einen zugeschnittenen Trainingsplan kriegt, speziell auf seine Schwächen. Individuelle Betreuung ist vor allem im Turnen unerlässlich. Die Bodenkür muss einfach schön sein. Die Reckübung dynamisch, der Pferdesprung kraftvoll. Und wer genug trainiert, der kriegt das auch hin und geht gut gelaunt, locker und voller Selbstvertrauen in den Sporteignungstest.